Heute mal ein kleines Video aus einem Seminar von vergangenem Samstag. Ein kleiner Ausschnitt aus Schießau 3P. Ich hatte das in dem anderen Video schon mal erklärt. Push, Pull, Pass als die drei grundlegenden Energien, die man lernen muss im Wing Chun, im Schießau. Deswegen nochmal zur Erinnerung, es gibt keine Sektionen. Das hier ist der leichtere Weg, Schießau tatsächlich zu einer Trainingsmethode zu machen, die es mir ermöglicht, aus meinem Wing schon eine funktionierende Selbstverteidigung zu machen. So, und dieser Kontakt, wenn ich Bomb mache, ist es eine Push-Bewegung, wenn ich vorwärts, schalte ich den auf vorwärts. Tarn ist eine Rückwärtsbewegung. Tarn kann zu Lapslauf verlängert werden. Wenn wir jetzt eben hier sind, hier drüber her, hier kreuzen, das ist die Passvariante. Selbst wenn ich ihn nicht treffe, habe ich ihn getriggert für Folgetechnik. Es ist eine Trainingssequenz, um zu erläutern, wie dieses 3P-System in der Praxis, in der Trainingspraxis miteinander trainiert wird. Sollte man dies in einer Anwendung praktisch anwenden müssen, wäre die Sequenz sehr viel schneller. Wahrscheinlich wäre auch die Distanz des Angreifers sehr viel näher. Dennoch basiert Wing Chun auf der Anwendung dieser drei Energien. Vielen Dank.